Hi, ist wieder Aquamarie. Der Tag der Liebenden, also der Valentinstag, rückt mit immer größeren Schritten auf uns zu. Die einen freuen sich schon drauf, ihre Liebsten an diesem Tag zu verhätscheln und so richtig zu verwöhnen. Bei den anderen löst der Valentinstag aber eher mehr Abneigung als Vorfreude aus. Amorspfeile werden wieder express versendet, denn am Valentinstag gibt es wieder Geschenke in Form von Herzen, egal ob Schokolade oder Blumensträußen. Wer sich dem Kitsch und dem Liebesgetue fernhalten will, der zelebriert dieses Jahr aber den Anti-Valentine's Day. Everybody loves the twins. Anti-Valentinstag, es heißt jetzt nicht unbedingt, dass man am 14. Februar alle Liebenden mit dem strafenden Blick des Hasses bombardiert, sondern das Ganze zeichnet sich eher mehr durch einen Style ab. Die Farbe der Liebe ist pink, aber ein echter Anti-Valentine kombiniert diese mit schwarz. Dunkel sollte auch das Make-up sein, denn von der rosaroten Brille will hier wirklich niemand etwas wissen. In erster Linie richtet sich der Anti-Valentinstag an alle Singles und frisch Getrennten, die ihren Frust einfach mal freien Lauf lassen wollen. Kennen wir doch alle, oder? Darum finde ich es ganz gut, dass es auch einen Tag für die Nicht-Liebenden gibt. Und der darf auch individuell gefeiert werden, egal ob Themenpartys oder einfach ein gemütlicher Abend mit den Single-Freunden. Fast wie bei einem Junggesellenabschied, nur ohne die darauf folgende Hochzeit. Um sich jetzt noch in die richtige Anti-Valentins-Stimmung zu versetzen, gibt es auf Social Media schon jede Menge Do-it-yourself-Anleitungen für die perfekte Anti-Valentins-Party-Dekoration. Dazu kann man auch schon mal in die Halloween-Kiste greifen. Ein Hauch von Spooky darf am Anti-Valentinstag natürlich nicht fehlen. Egal ob als Dekoration oder als Geschenk. Ja, auch am Anti-Valentinstag darf man schenken. Allerdings wird das Geschenk eher genauso schaurig und bittersüß, wie es der Name verlangt. So, und jetzt kann man sich eigentlich aussuchen, wie man den diesjährigen Valentinstag verbringen möchte. Egal ob verliebt oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Until then, bye.